Leute, heute mal ein etwas umfangreicherer Rauchvergleich für euch. Ich denke, man merkt, dass Blau eine meiner Lieblingsfarben ist. Deswegen hatte ich eben auch neben den neuen Pyroland-Rauchartikeln auch noch drei andere rumliegen, in Anführungszeichen. Welche genau ich jetzt in diesem Video vergleiche, erzähle ich euch jetzt. Ich fange mal an mit der Rauchfackel von Blackbox Fireworks. Hier liegt die NEM bei 25 Gramm und die Brenndauer ist mit 60 Sekunden angegeben. Dann mache ich mal direkt mit dem passenden Gegenstück weiter, und zwar den Power Smoke von Pyroland. Hier liegt die NEM bei 20 Gramm und die Brenndauer ist ebenfalls mit 60 Sekunden angegeben. Und dann kommen wir auch schon zu den drei etwas größeren Kalibern. Und da hätten wir eben den Pyrorauch XL200 von Pyroweb mit dem Hersteller Blackbox Fireworks. Die NEM hier liegt bei 111 Gramm und die Brenndauer ist mit 80 Sekunden angegeben. Dann quasi in Anführungszeichen der identische Artikel, nicht umgelabelt, also direkt von Blackbox Fireworks, also der Ultra-Rauchtopf. Die NEM liegt hier auch bei 111 Gramm, allerdings ist hier die Brenndauer mit 90 Sekunden angegeben. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch den XL-Rauchprojektor von Pyroland. Hier liegt die NEM bei 80 Gramm und die Brenndauer wieder bei 60 Sekunden. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, ob man verschiedene Blautöne jetzt gleich zu sehen bekommt, beziehungsweise wie die Standzeit des Rauches ist und natürlich auch, wie viel Rauch im Endeffekt kommt. Ich werde mich nach dem Testvideo dann nochmal kurz zu Wort melden, damit ihr eben auch ein ausführlicheres Feedback bekommt und nicht einfach nur in Anführungszeichen die Sterne. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der Zündung. Noch ein Pyroland.
Klaus auf jeden Fall intensiver. Okay. Ja, die anderen waren aber irgendwie komplett gleich. Ja. Das ist richtig dunkelblau. So Leute, wie versprochen melde ich mich jetzt nochmal kurz zu Wort und ich möchte es wirklich kurz halten, weil das Video an sich ist ja schon ultra lange geworden. Ihr konntet im Video sehr gut erkennen, dass es zumindest zwischen Blackbox und Pyroweb natürlich keinerlei Unterschiede gibt, hat ja auch meine Freundin ganz kurz angemerkt. Allerdings gibt es dann eben schon einen Unterschied zu Pyroland. Der Rauch von Pyroland ist gefühlt etwas stärker in der Farbe oder um es anders zu sagen, einfach dunkelblau. Direkt oben in der Videobeschreibung sind auch die verschiedenen Rauchtöpfe verlinkt. Da seht ihr dann die Preise und im Endeffekt muss es einfach jeder für sich selbst entscheiden, ob man einfach ein eher dunkleres oder ein helleres Blau möchte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos, Pyros, und bis bald!